Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Naherholen mit Elite Dangerous. Und in letzter Zeit war es ja um Elite auch bei mir auf dem Kanal ein klein bisschen ruhig geworden. Das lag aber ein bisschen daran, dass es auch um das Spiel ein wenig ruhig geworden ist. Jetzt aber ist die Beta-Version 2 rausgekommen und bringt einen ganzen Arsch voll neue Features, neuen Inhalt, der zu bespielen ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn jetzt doch ein bisschen mehr da ist, kann ich einfach meine Naherholen-Serie dazu machen. Und dann müssen wir ein bisschen gucken, irgendwie, wie das ablaufen wird. Ich habe keinen konkreten Plan, was ich tun will. Ich will mir alles ein bisschen angucken. Und ich will jetzt vor allen Dingen auch nicht allzu viel Zeit damit verschwenden, euch irgendwie einzeln aufzuzählen, was jetzt neu ist in der Beta 2, sondern ich denke, wir gucken uns das einfach mal ein bisschen an. Und schauen mal ein bisschen durch die Gegend. Die erste Neuerung, die ihr jetzt sehen werdet, ist dieses Ding, auf dem wir sind. Azban Orbiter, das ist eine sogenannte Orbitalstation, die ich jetzt einfach mal verlassen werde, weil ich nach Azban City fliegen möchte. Und jetzt kriege ich eine Pre-Flight-Checklist. Okay. Maneuver Thrusters, Pitch Up. Ah ja, wenn ich die Taste gedrückt halte. Ah, das ist wie so eine Art kleines Tutorial. Okay, Pitch Down. Roll right, roll left, thrust right. Okay, okay, okay. Na, das ist ja mal eine interessante Variante. Landing Gear, insert. Okay. Weapon deploy. Target ahead. Fire, UI Focus. Okay, gut. Das ist ja auch mal interessant. Also so kriegt man irgendwie kompakt und schnell alle verfügbaren Tasten. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, anders als bei den Stationen, in der Beta-Version 1 so unterwegs gewesen sind, sind wir jetzt hier gleich schon direkt im Weltall, also nicht im Innern einer Station. Und euch ist vielleicht auch aufgefallen, so die ganzen Menüs, dass auch das Innere der Raumschiffe, das hat sich verändert. Und, ah ja. Ja, ja, ich hau ja schon ab. Die Sounds sind wohl auch ein bisschen anders jetzt und ja, muss man mal irgendwie ein bisschen schauen, wie das sich so alles anfühlt. Ich bin relativ gespannt. So, mal gucken. Das ist jetzt hier... Ich vermute, dass das, wenn das die Azban Orbital Station war, dass das auch der Planet Azban ist. Ich glaube, damit kann man aber immer noch nicht allzu viel machen. Was ist das? My Energy FSD Wake. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ich werde jetzt erstmal nach Azban City. Wie komme ich da hin? Azban City. Lock Destination. Okay, das ist... Ah ja, dieses Ding ist auch ein bisschen anders jetzt. Dieses Navigationsteil, aber... Okay. Zack. Ah ja, das geht noch nicht, weil ich bin noch Mass Locked. Schauen wir mal kurz hier die... volle Energie auf die Motoren. Ansonsten ist es so, die ganzen Speicherstände aus der Beta 1 wurden zurückgesetzt, sprich alle fangen wieder bei Null an. Ich sitze jetzt hier wieder in meinem Sidewinder. Ich hatte es gegen Ende der Beta 1 geschafft, mir tatsächlich eine Cobra zu erspielen. Ach, mein Landing Gear ist auch noch draußen, sehe ich gerade. Zack. Ja, jetzt geht's los. So, jetzt können wir, glaube ich, auch... Das sieht auch ein bisschen anders aus. Finde ich gut. Okay, das gibt es aber offensichtlich also immer noch. Dieses merkwürdige Gezappel und Gewarte, wenn man in den Super Cruise oder was auch immer geht. So, also ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wo es hingehen soll mit dieser Naherholen-Serie. Also ob ich mich als Händler verdinge oder was auch immer ich tun werde. Wir werden einfach mal ein bisschen rumschauen, ein bisschen gucken, was so geht, was möglich ist. Denn eine der größten Neuerungen wahrscheinlich mit der Beta 2 ist die weitere Öffnung der Galaxie. Sobald wir in Azban City sind, werde ich euch das mal zeigen, denn es gibt nicht mehr nur die
50 oder etwas über 50 Sonnensysteme, die es in der Beta 1 gab, sondern es gibt jetzt 500. Und nur ein gewisser Teil davon ist bisher entdeckt, beziehungsweise, ja, doch entdeckt, kann man eigentlich sagen. Und da gibt es also für jeden Spieler noch ein bisschen was zu erforschen und zu erkunden. Und ich glaube, man kann auch Systeme, die man selbst entdeckt, die werden nach einem benannt, etc. Das ist schon sehr interessant. Das ist natürlich eine Kernmechanik des zukünftigen Spiels, wenn es dann mal tatsächlich über 400 Milliarden Sonnensysteme geben soll. Da gibt es natürlich reichlich für jeden. Und dementsprechend kommt mit der Beta 2 jetzt auch ein erstes Exploration-Schiff, also ein neuer Schiffstyp, der verfügbar ist, der eben für Erkundungstouren und so gedacht ist. Ich nehme an, der wird einfach eine sehr hohe Reichweite haben, dieses Schiff, oder der Motor dieses Schiffs, sodass ich eben weit entfernte Sprünge machen kann und so. Da werden wir uns mal mit auseinandersetzen, so, wenn es eben so geht. Das ganze Missionssystem ist auch überarbeitet und aufgewertet worden. Und auch das ist neu. Wenn man aus dem Supercruise rausspringt, ist man jetzt nicht mehr 20 Kilometer, sondern nur noch, glaube ich, 7 oder 7,5 Kilometer vom eigentlichen Ziel entfernt, was die ganze Rumfliegerei im All nochmal so ein bisschen verbessert. Und es gibt auch kein Fadenkreuz mehr, sehe ich jetzt gerade. Ich werde mal versuchen, hier ganz kurz Azban City anzufunken und eine Landeerlaubnis anfragen. Jo. So, und dann werden wir da mal reinfliegen. Wie gesagt, also das ganze Missionssystem ist auch überarbeitet worden. Das soll jetzt auch viel besser gehen. Und da soll es viel mehr zu tun geben. Auch die Preise der Schiffe sind überarbeitet worden. Die Rewards für Bounty, für bestandene Missionen sind überarbeitet worden. Und meine Mausempfindlichkeit ist falsch eingestellt. Merke ich jetzt gerade. Naja, vielleicht sollte ich auch noch mein... Ja, ich arbeite daran. So, mal gucken hier. Bisschen runter, bisschen rüber. So, das müsste eigentlich reichen. Zack. So, ich glaube so insgesamt... Das ist jetzt hier ein bisschen heller. Ich habe auch das Gefühl, dass die Texturen ein bisschen eine bessere Qualität haben. Also da hat man offensichtlich auch an der Grafik nochmal einiges gemacht. Ich meine, das war vorher schon schick, aber jetzt sieht es noch schicker aus. Und wenn ich mich hier so umgucke in meinem Schiff, ich bin offensichtlich ein bisschen nervös. Vielleicht muss ich auch mal aufs Klo, ich wackel hier so rum. Das sieht schon verdammt gut aus und macht richtig Lust darauf, das tatsächlich mal mit dem Oculus Rift zu spielen. Sich hier so in seinem Raumschiff frei umzugucken, das muss schon echt Laune machen. Aber wir schauen mal ganz kurz wir schauen erstmal auf die Galaxiekarte. Das war es ja, was ich euch zeigen wollte. So, erstmal gibt es jetzt auch eine Systemkarte, aber es gibt auch die Galaxy Map. Und wenn ich jetzt hier rauszoome, seht ihr, in der Beta-Version 1 war es eigentlich nur dieser Kreis mit all diesen, mit all diesen Systemen. Und jetzt ist es so dieses, sagen wir mal, pillenförmige Gebilde, was wir jetzt erforschen können. Und die ganzen Systeme hier sind eigentlich noch nicht erkundet. Also diese ganzen Punkte hier. Obwohl, jetzt sind die wahrscheinlich mittlerweile auch schon alle erkundet, deswegen heißen die auch schon irgendwie. Jedenfalls sind natürlich 500 noch lange nur ein winziger Teil von dem, was mal drin sein soll. Wenn ich jetzt hier rauszoome, dann, ne? Wer meine anderen Elite Dangerous Videos gesehen hat, der kennt das ja schon. Und ja, da gibt es auf jeden Fall einiges zu tun. Und ich werde wahrscheinlich jetzt hier erstmal versuchen. Wir können ja mal... Wir sind jetzt ja im Iranien-System. Dieses hier. Kommen wir von hier auch in die System-Map? System-View. Das müsste doch auch gehen, ne? Ah ja, so sieht das jetzt aus. Das ist also die dazugehörige Sonne. Und dann sind hier die jeweiligen Planeten. Mit den an die Planeten angeschlossenen... Stationen, Azban Orbiter, also an den Azban-Planeten, ja, diese Orbitalstationen, Azban City, da wo wir jetzt sind. Und hier gibt es jetzt auf Iranien 4 gibt es noch eine Orbitalstation, Iranien Survey. Die gab es vorher auch nicht. Also hier gab es eigentlich nur Azban City in dem Sonnensystem. Ja, und so kann man jetzt hier ein bisschen durch die Gegend düsen. Ich werde jetzt mal schauen, Starport Services, das haben sie auch überarbeitet, diese ganzen Menüs hier.
Wer das also noch aus der Beta 1 kennt, der wird sofort sehen, dieser ganze Mittelteil hier ist neu. Ich kann jetzt hier sofort auftanken und reparieren, ohne erst in irgendein Untermenü zu müssen, was ich ziemlich gut finde. Und hier an der Seite habe ich konstant News. Wer das Spiel gekauft hat und sich für den Newsletter damit angemeldet hat, der hat ja ohnehin alle Nase lang so Neuigkeiten über das Spiel per E-Mail bekommen, wo es auch um die Storyline und den sich entwickelnden Krieg zwischen der Föderation und dem Iranien-System gegangen ist, hat das mitverfolgt. Und das sind jetzt so Dinge, die ich jetzt hier auch in-game verfolgen kann und kann also die gesamte Entwicklung der Galaxie und die damit verbundenen Entwicklungen, keine Ahnung, tobt dann ein Krieg und das heißt, die brauchen natürlich Waffen oder so. Da kann man dann versuchen, seinen Profit daraus zu schlagen. Also langsam entsteht tatsächlich dieses lebende und arbeitende Universum und ich bin sehr gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Ich schaue jetzt mal hier ins Bulletin Board, wie das also mit den Missionen aussieht. Ich habe mich in der Beta 1 kaum mit den Missionen auseinandergesetzt, weil ich fand, dass es nicht sonderlich gut gemacht war und meist auch nicht sonderlich viel Geld dafür gab. Aber hier, guck mal hier, 77.000 Credits für eine Mission. Federal Bridge, hier sieht man offensichtlich, ich nehme jetzt mal an, das sind die Fraktionen, für die diese Missionen gemacht sind. Und die Symbole hier heißen eben auch verschiedene Sachen. Ich glaube, das ist hier eine Kuriermission nach Dahan, Aulin, auch Kurier. Das ist so Kurier und Handel und das sind hier schon so Sachen, wo man Leute ausschalten soll. 20.000 Stick Citizens Seeking Hot-Headed Lovers. Und die Missionstitel sind schon mal nicht schlecht. Ich klicke mal hier drauf. So, ich habe einen mächtigen Freund, der jemanden sucht, der ein bisschen Ärger macht im Stick-System. Er geht davon aus, dass wenn eine gewisse Anzahl von Schiffen dort schlimme Unfälle haben, sagen wir mal 3, dann gibt es einen Reward, also gibt es eine Belohnung, wenn man zurückkehrt und den Vertrag erfüllt hat. Und die Belohnung sind 20.286 Credits, 3 Ziele, ich hoffe, das sind Stunden und nicht Minuten, 7,47 Lichtjahre ist es entfernt und die Mission wird scheitern, wenn mein Schiff zerstört wird. Hier steht jetzt nichts weiter zum Schwierigkeitsgrad der Mission und ich weiß nicht, ob ich mit meinem Anfängerschiff dieser Mission gewachsen bin. Andererseits, no risk, no fun, oder? Also ich meine, dann finden wir es halt raus, ob ich der Mission gewachsen bin. Im Stick-System, Authority Ships, also Schiffe der dort ansässigen Fraktionen, muss man mal gucken irgendwie. Achso, nee, Authority Ships, das ist dann gleich so die Bullimanzei. Schwierig. Ich glaube, das ist nicht so eine ganz gute Idee. Also weil die fliegen schon so Viper und so ein Kram. Und Cobra, das sollte ich vielleicht dann doch erstmal noch lassen. Light Cargo Transport required for Ibutis. Es gibt wenigstens noch ein bisschen Credits. So, in Ibutis gibt es offensichtlich ein hohes Interesse an Kaffee. Wenn man a badge to Django Dock, we will be able. Okay, also man soll Kaffee zum Django Dock transportieren. Und wenn man hier wieder herkommt, gibt es 4.300 Credits plus vielleicht auch noch den Gewinn, den man sowieso einfährt und dafür hat man 28 Minuten. Das ist jetzt erstmal sehr einfach, aber ich probiere das mal aus und dann können wir ja auch mal schauen, was das Geld so insgesamt wert ist. Dann gucken wir gleich in iBootes mal nach. Also 4.300 kriegen wir dafür, die nehme ich jetzt an. 28 Minuten habe ich dafür noch. Und 3 Einheiten, kann ich mir die überhaupt leisten? Das müssen wir jetzt mal gucken. Was kostet denn Kaffee? Ist Kaffee teuer? Kaffee ist sehr teuer. Und ich habe nur 1000 Credits, verdammte Scheiße. Okay, das war ja wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Ich wusste nicht, dass ich das auch kaufen muss. Ich dachte, die geben mir das. Warum bezahlen die mich sonst dafür, dass ich denen das bringe? Okay, das ist blöd. Was mache ich denn jetzt? Kann ich die Mission irgendwie wieder abbrechen? Also ich meine, ganz offensichtlich schaffe ich das ja nicht.
Hier gibt es doch auch so einen Missionstab. Deliver Coffee. Abandon. Okay, das war einfach. So. Jetzt weiß ich auch nicht. Dann sagt mir doch mal irgendwie. Ansonsten gab es ja hier nur Morgor Citizens Seeking Hard-Headed Lovers. Also hier muss ich auch jemanden erschießen. Das ist aber so weit weg, dass ich da nicht hinkomme. Okay. Combat Contracts now available. Azelus Primus Civilians. Zwei Civilians in Azelus. Holla, die Boller, hier geht's ja ab. Da ist irgendwas explodiert gerade. Okay, also. Zwei Civilian Vessels haben wir killen im Azelus Primus System. Nehme ich mal an. Okay, also dann fliegen wir, nehmen wir die mal an hier. Das probieren wir doch jetzt einfach mal. Nehme ich die jetzt mal an und fliege da mal rüber ins Azelus Primus System. Das können wir ja mal Navigation. Können wir da direkt hinspringen? Yep, können wir. So, Lock Destination, Launch. So. Und dringend, bevor ich anfange, da mich mit den Leuten anzulegen, meine Mausempfindlichkeit nochmal überarbeiten. Da haben sie anscheinend noch ein bisschen was verändert. Das macht aber nichts. So, jetzt fahren wir diesmal mal gleich das Landing Gear ein. Ansonsten so die grundlegenden Mechaniken funktionieren aber eigentlich immer noch genauso wie in der Beta 1. Das finde ich eigentlich ganz okay. Noch sind wir masslocked. Ihr merkt jetzt übrigens auch, ich habe noch nicht wieder die Sprachsoftware aktiviert. Ich muss mal ein bisschen rumprobieren, wie das so läuft, wenn ich sowieso die ganze Zeit rede. Ja, nicht, dass das Ding dann ständig irgendwas versteht und irgendwelche Funktionen auslöst. An sich ist das nämlich echt eine verdammt große Hilfe, aber wenn es nicht funktioniert, muss ich damit leben, zumindest irgendwie während dieser Serie hier mit der Tastatur irgendwie alle Befehle auszuführen, wird man schon irgendwie hinbekommen. Und ansonsten bin ich natürlich offen für eure Vorschläge. Was möchtet ihr gern sehen, dass ich mache? Also schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn ihr, keine Ahnung, sehen wollt, dass ich ein bisschen auf Bounty-Jagd gehe oder keine Ahnung. Ich bin da offen und lasst mich da gerne überzeugen, irgendwelchen Blödsinn zu machen. Und dann wollen wir doch einfach mal sehen, wo uns die Serie so hintreibt. Jetzt bin ich im Azelus Primus System natürlich mal wieder direkt an der Sonne gelandet und jetzt muss ich hier einfach irgendwie Civilian Ships finden. Da weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Ich fliege jetzt hier einfach mal irgendwo hin. Nehmen wir mal Azelus 4. Das kann ja so falsch nicht sein. Und da fliege ich jetzt ran und suche zivile Schiffe, aber ob ich die finde und wie der Kampf mit denen ausgeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.